So, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Brettspiel TV, die mittlerweile fünfte Ausgabe, und es wird diejenige sein, die am schnellsten alt wird, denke ich mal, weil es ein Essen-Spezial wird. Die Spielwarenmesse Spiel 2014 in Essen steht diese Woche an, und da möchte ich einfach mal so eine kleine Übersicht geben, was es da so gibt. Wir werden uns also die interessanten Neuheiten angucken, wo ich denke, dass die ganz cool werden könnten. Vielleicht auch nicht, man weiß es ja nicht. Bei Spielen ist es ja meistens so, dass oftmals die Beschreibung super gut klingt, das Spiel selbst dann vielleicht mäßig ist oder schon gut, aber halt nichts Besonderes und einfach nur funktioniert. Und das weiß man halt erst hinterher. Daher hoffe ich, dass ich danach auch die Gelegenheit habe, viele von den Spielen, die ich jetzt anspreche, spielen zu können. Dann werden wir uns noch im Extra-Kapitel einfach Erweiterungen angucken. Ne? Erweiterungen sind ja meistens so, dass sie ein Spiel nicht grundlegend verändern, sondern einfach mehr von dem geben, was wir schon haben. Aber auch da werde ich eine kurze Übersicht über die meiner Meinung nach interessantesten Erweiterungen geben. Und da könnt ihr einfach gucken, ob für euer Lieblingsspiel vielleicht was dabei ist. Und dann besonders interessant für die Leute, die nach Essen fahren, ich werde so eine Übersicht über die mir bekannten Promos geben, dass ihr wisst, so, es gibt ja manchmal so Sonderkarten oder Sonderfiguren oder irgendwelche Bonusmissionen für einzelne Spiele, die man halt dann nur auf dieser Spielwarenmesse bekommt. Oder oftmals einfach so gegen eine kleine Spende oder gegen Festpreis oder einfach so, bis sie weg sind. Und die bekommt man dann auch meistens nur da oder über irgendwelche anderen Kanäle später. Und auch da werde ich eine Übersicht geben, was es da so gibt. Da könnt ihr vielleicht dann mal gucken, ob vielleicht für euer Lieblingsspiel was dabei ist. Und dass ihr dann vielleicht so am Donnerstag oder Freitag, wenn ihr dorthin geht, einfach mal im Stand vorbeischaut und eine von diesen begehrten Promos abgreift. So, und jetzt fangen wir gleich mal an mit den interessantesten Neuerscheinungen. Im ersten Abschnitt kommen wir zu den Spielen, die ja jetzt angekündigt sind, erscheinen zu Essen, vielleicht kurz vorher schon erschienen sind oder so im Zeitraum von Essen bis Weihnachten erscheinen. Das dauert ja manchmal ein bisschen länger bei den Spielen. Manche vielleicht auch erst im nächsten Jahr, das wird man dann sehen, aber auf jeden Fall so alles, was da jetzt groß angekündigt ist. Und dabei beruhen meine Informationen am ehesten auf Recherchen auf BoardGameGeek, wo ja ziemlich viele Leute auch einfach Listen gemacht haben, irgendwelche Kommentare dazu geschrieben haben, wo man schon mal erste Spielbeschreibungen lesen kann oder auch vielleicht Diskussionen von Leuten, die das Probe gespielt haben. Und darum bitte nicht schlagen, falls irgendwas von dem, was ich jetzt sage, irgendwie falsch ist oder Informationen zu so einem Spiel nicht absolut hundertprozentig stimmt. Aber es soll auch wirklich nur eine relativ kurze Übersicht, Überblick geben. Einmal, dass es das Spiel gibt, worum es so generell geht oder warum ich sage, es könnte vielleicht interessant werden. Oftmals ist es ja auch manchmal nur der Titel oder das Artwork, wo man sagt, hey, das würde ich mir auf jeden Fall gerne angucken. Und dann wird man halt sehen, was da wirklich drin steckt. Und fangen wir einfach mal an. Beat sieht aus wie ein sehr schönes, sehr ansprechendes Piratenspiel, das das Thema hoffentlich auch recht gut aufgreift. Das Spielmaterial sieht einfach unfassbar gut aus. Also wenn man sieht, will man es halt sofort auf jeden Fall mal gespielt haben. Und die Spieler steuern drei verschiedene Schiffstypen, Piratenschiff, Marineschiff und Handelsschiff, und müssen damit halt, die haben halt jeweils immer verschiedene Funktionen. Und gesteuert werden die über einen relativ einfachen Kartenmechanismus. Und ja, sieht einfach aus wie gesagt, ein sehr familienfreundliches, wahrscheinlich auch einsteigerfreundliches Spiel, dass man halt so nett spielen kann. Wahrscheinlich wird die Spieldauer so bei einer Stunde liegen ungefähr. Und da bin ich sehr gespannt, das mal auszuprobieren. So, für Freunde von Zivilisationsspielen dürfte Hyperborea, wie es heißt, sehr interessant werden. Das sieht auch aus wie ein eher, sag ich mal, einfacheres Zivilisationsspiel, das aber trotzdem interessant ist. Und über so ein Beutel-Würfelmechanismus verfügt, wo halt jeder Spieler eine bestimmte Zivilisation hat und kontrolliert. Und es gibt halt verschiedene Würfel in verschiedenen Farben, die halt in Beute sind, die alle für unterschiedliche Spezialisierungen oder auch negative Effekte stehen. Und in jeder Runde zieht man halt eine bestimmte Anzahl an Würfeln aus diesem Beutel und muss die dann auf verschiedene Karten und Aktionen verteilen, daraus dann taktisch gesehen das Beste machen. So wirklich viel weiß ich über dieses Spiel noch nicht. Ich habe nur nach der Gen Con sehr viele Berichte gelesen, wo es immer hieß, wow, geil, das Highlight der Gen Con. Und manche haben auch geschrieben, ja, ein bisschen sehr gehypt, hält dem Hype nicht stand. Aber auch das sieht auf jeden Fall nach einem Spiel aus, das man sich auf jeden Fall mal angucken könnte. Und Leute, die halt gerne Zivilisationsspiele spielen, sowas wie Civilization oder Eclipse, für die könnte das sehr interessant sein. Ein Spiel, auf das ich mich sehr freue, wird Zombie 15 Minuten sein. Oder, weiß gar nicht, wie der genaue Titel ist. Auf jeden Fall, Leute, die Escape kennen, kennen das. Die ganze Zeit würfeln, versuchen aus dem Tempel rauszukommen. Bei Zombie 15 Minuten ist es halt ähnlich. Wir würfeln auch die gesamten 15 Minuten über durchgehend und versuchen irgendwie vor Zombies zu entkommen. Ich weiß im Prinzip, außer dieser Tatsache, dass es auch ein Echtzeit-Würfelspiel ist, noch gar nichts zu diesem Spiel. Ich habe mal auch auf der Gen Con Bericht dazu gesehen, wo halt das Spielbrett super geil aussah. Aber das war halt auch ein speziell für diese Messe aufgebautes Spiel.
Spielbrett. Es wird dann im Endeffekt wahrscheinlich auch nur auf diesen Pappplatten stattfinden. Aber ich, wie gesagt, ich mochte Escape sehr, sehr, sehr gerne. Zombie-Spiele finde ich generell cool. Das ganze Zombie-Thema ist natürlich immer sehr interessant und spannend, wenn man so, ja, so die Art von Filmen auch mag und halt Spiele auf der Ebene auch gut findet. Und da könnte das auf jeden Fall eine nette Alternative zu Escape sein. Ich bin sehr gespannt drauf. Dazu passend wird es auch von Queen Games ein Escape Zombie City geben. Das, als ich das erste Mal von den Spielen gelesen habe, dachte ich auch, das wäre irgendwie das gleiche vom gleichen Verlag. Scheint es scheinbar nicht zu sein. Ja, vom Grundprinzip haben wir damit scheinbar zwei sehr ähnliche Spiele vorliegen und ich bin mal gespannt, wie die sich unterscheiden, wie sie sich beide spielen werden. Ich werde hoffentlich dazu kommen, beide ausprobieren und dann auch eine Empfehlung geben zu können, wo ich denke, welches das coolere von beiden, oder cooler, das tollere von beiden Spielen ist. Hat, die man flippt. Catacombs ist keine Neuheit, sondern scheinbar auch eine Neuauflage, die aber komplett neu aufgemacht wurde. Ist so ein Geschicklichkeitsspiel, wo Helden und Monster durch so kleine Scheiben symbolisiert werden, die man dann halt durch das Dungeon schnipst und damit halt Waffen abfeuert, Monster tötet, Monster einem selbst Schaden machen können. Das Original habe ich mal gespielt, ich fand es okay, war jetzt bei mir kein Dauerbrenner, aber durchaus nett für Leute, die Dungeon Crawler Spiele mögen und Geschicklichkeitsspiele und auch kooperative Spiele, bei denen man sich ein bisschen absprechen muss. Und da bin ich mal gespannt, wie die neue Auflage davon wird. So, Time Stories, ich habe keine Ahnung, ich habe diese, nur die Beschreibung bei Boardgame-Geek gelesen, die ein bisschen sehr vage ist, dass es halt so ein Brettspiel mit Rollenspielelementen ist, was ich immer recht interessant finde. Storytelling soll, glaube ich, nicht so viel dabei sein. Auf jeden Fall soll das Spiel auch verschiedene Decks haben, die auch jedes Mal ein komplett neues Spielerlebnis fördern. Und ja, wie gesagt, ich weiß eigentlich noch gar nicht so viel Spiel, aber ich weiß, dass ich es ausprobieren möchte. Warum, kann ich nicht sagen, aber sobald ich da ein Exemplar von bekomme, bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie sich das wirklich spielt. Looney Quest sieht sehr cool aus, weil es mal wieder eine komplett neue Spielidee ist, was ich ja immer sehr schön finde bei Spielen. Da müssen die auch gar nicht so tief komplex und super anspruchsvoll sein, sondern einfach eine witzige neue Idee. Und zwar ein Jump'n'Run als Brettspiel. Und zwar hat jeder Spieler da so seinen eigenen Plan, auf dem man zeichnen kann mit so einem einfach schwarzen Stift. Und es liegt dann eine Levelkarte aus und es müssen in diesem Level verschiedene Aufgaben erfüllt werden. Und man zeichnet dann quasi mit dem Stift auf seinen eigenen Plan so seinen Weg durch den Level. Und nach Ablauf einer bestimmten Zeit wird halt überprüft, ob man die Aufgaben erfüllt hat, was genau passiert. Und auch da, wie gesagt, weiß ich nur so ganz rudimentär Sachen drüber. Aber es sieht auf jeden Fall kreativ und neu und interessant aus. Und darum bin ich da auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt drauf und kann jedem empfehlen, der da ist, probiert es mal aus. Und ja, wenn ihr es gespielt habt, gebt vielleicht mal Feedback, würde mich sehr, sehr interessieren. King of New York wird natürlich von allen King of Tokyo Fans mit großer Spannung erwartet. Es ist nicht einfach nur eine Erweiterung für King of Tokyo, sondern ein komplett neues, eigenständiges Spiel, was so die grundlegenden Mechaniken von King of Tokyo aufgreift, aber das noch ein bisschen erweitert, dass die Monster jetzt auch wirklich in der Stadt ein bisschen randalieren können, ein bisschen was kaputt machen können. Ich bin sehr gespannt, ob diese Erweiterung das Spiel wirklich besser und interessanter macht. Oftmals ist es ja so, dass wenn man in so ein eigentlich simples Spiel so mehr Elemente steckt, dass dann das kurzweilig interessant ist, aber auf Dauer man dann sagt, den ganzen Kram drumherum brauchen wir nicht. Dieses Basiselement war schon sehr, sehr gut und da bin ich gespannt drauf, wie sich King of New York langfristig im Vergleich zu King of Tokyo schlagen wird, weil King of Tokyo ist jetzt, ich weiß nicht, 3 Jahre alt und immer noch ein Dauerbrenner, der gerne und oft gespielt wird und da sind wir mal gespannt, wie das in 3 Jahren King of New York aussieht. The Bell at Campbell Cascade sieht auch sehr interessant aus, wurde auch auf der Gen Con sehr gehypt. Es gab zumindest viele Berichte darüber, auch ein Spiel, das man sich mal angucken sollte. Und zwar ist es auch ein Weltraumspiel, bei dem wir mit unseren Raumschiffen durch das Weltall fliegen. Und jede Runde verschwindet quasi das letzte Feld, also die letzte Reihe an Feldern, vorne taucht neue auf, sodass man so einen scrollenden Bildschirm simuliert und wirklich aktiv durch diesen Raum fliegt, der sich dementsprechend auch mal ständig verändert. Und auch da gibt es halt verschiedene Dinge, die man tun kann und Aufgaben, die man hat. Und da bin ich auch gespannt. Also ich finde es ja cool, dass es einfach so viele tolle, kreative Ideen mittlerweile gibt und wenn ich dieses ewig gleiche Worker, Placement, Ressourcen, Sammelkram habe, wovon es auch wieder viele gute neue Spiele geben wird. Aber so Spiele wie sowas hier finde ich halt echt cool. Und werde es mir dann auch hoffentlich bald angucken können. Und wenn ihr es gespielt habt, gebt mir auf jeden Fall Feedback dazu, wie es war. Würde mich sehr, sehr interessieren. So, Aquasphäre von Stefan Feld. Könnte interessant werden für Leute, die halt so gerne klassische Strategiespiele mögen. Stefan Feld hat ja immer interessante Mechaniken, die er in sein Spiel einbaut. Diesmal hat es auch noch ein sehr schönes thematisches Gewand, halt eine Forschungsstation auf dem Meeresboden. Da kann man mal gespannt sein, wie das so verpackt ist, ob das wirklich ein klassischer Feld ist mit Tiefgang oder ob es sich wirklich mal ein bisschen neuer und innovativer anfühlt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wie gesagt, seine Spiele sind wirklich meistens gut, leider nicht das, was ich so gerne spiele, aber vielleicht wird ja dieses Spiel ein bisschen cooler und mich mehr überzeugen. Wir werden sehen. Auch da, wenn ihr es gespielt habt, bitte Feedback.
Freunde von Zombie-Spielen können sich auch Pints of Blood mal angucken, wie auch immer der deutsche Titel sein wird, von Hochspiele. Ein kooperatives Spiel, bei dem wir alle gemeinsam versuchen, in der Zombie-Apokalypse zu überleben. Und zwar in unserer aller Heiligsten in dem Pub. Wie es ja, es sind wahrscheinlich englische Zombies, die in dieses Pub einfallen wollen. Und wir müssen gemeinsam versuchen, dieses Pub, unser Bier gegen die Zombies zu verteidigen. Klingt eher nach einem sehr, naja, eher seichten Spiel, das durchaus nett ist. Ist halt die Frage, wie witzig das Spiel ist, wenn man es mehr als zweimal spielt. Aber auch wieder eine witzige Idee. Und ich bin auch da wieder gespannt drauf, was ich jetzt wahrscheinlich noch 100.000 Mal sagen werde. Entschuldigung, aber ich werde es mindestens cool vermeiden. So, Castles of Mad King Ludwig. Es sieht im Prinzip aus wie Suburbia im... ja, so Mittelalter-Thema, wo wir halt dann einfach ein Schloss bauen und da eben verschiedene Räume aufbauen und da auch sich immer irgendwelche Synergieeffekte ergeben. Suburbia hat mir als Geografen ja eher so mäßig gefallen. Aber wer Suburbia voll gut fand, der kann sich ja auch mal Castles of Mad King Ludwig angucken. Könnte nett sein, sieht für mich persönlich eher ein bisschen langweilig aus. La Cosa Nostra sollte man sich auch mal anschauen, werde ich auch demnächst was zu sagen können. Es ist so eine Art, ja, es gibt Spieleschmiede, heißt es, glaube ich, da habe ich es unterstützt, so ein Kickstarter auf Deutsch für deutsche Spiele und da habe ich es unterstützt und weil, ne, es ist so ein Mafia-Spiel, wo jeder so in die Rolle von Mafia-Gangstern schlüpft und so sich nach und nach eine größere Gang aufbaut und das las ich so ganz interessant, eben weil auch es ein sehr interaktives Element enthalten soll zwischen den Spielern und sowas mag ich an Spielen immer sehr gerne. Da bin ich dann mal gespannt, wie es denn wirklich in der Realität ist. Mit Kickstarter-Spielen habe ich ja eher durchwachsene Erfahrungen gemacht. Meistens merkt man den schon an, dass so der redaktionelle Hintergrund fehlt. Ich hoffe mal, dass es bei La Cosa Nostra besser ist. Wenn ihr es gespielt habt, lasst mich auch mal wissen, was mich da erwartet. Und auf jeden Fall, so, ja, wenn man Mafia-Themen mag und Spiele, wo man auch viel miteinander spielt, eines, das man sich durchaus mal angucken kann. Dragon Scroll taucht auf unwahrscheinlich vielen Geeklisten auf, obwohl auch noch gar nicht so viel darüber bekannt ist. Wir schlüpfen in die Rolle eines kleinen Babydrachen, der gerade frisch geschlüpft ist und sich jetzt Ruhm und Ehre erwerben muss. Und dazu werden immer verschiedene Landschaftsteile aufgedeckt. Da kann man da irgendwelche Feinde besiegen, irgendwelche Aufgaben erfüllen. Wenn man das geschafft hat, fügt man die Storykarte so seine eigene Storyline hinzu. Und wer am Spielende die imposanteste Story hat und der angesehenste Drache ist, der hat gewonnen. Da bin ich auch mal gespannt. Ich gehe auch davon aus, dass es nicht kein tiefgehendes Spiel sein wird. Mal gucken, wie sich das so über mehrere Partien entwickelt, wie lange da der Langzeitspaß ist. Aber kleine Babydrachen, die erzeugen auf jeden Fall Aufmerksamkeit und haben natürlich auch mal einen hohen Aufforderungscharakter. Wir sind gespannt. Freunde von Zivilisationsspielen sollten auch mal einen Blick auf Historia werfen. Da sieht allein das Cover schon so gut gemacht aus. Also der Designer hat sein Geld wirklich verdient, dass man es auf jeden Fall mal spielen möchte. Handelt auch sich wieder um ein Spiel, wo man so die Menschheit durch ihre Zivilisation begleitet. 12.000 Jahre Geschichte soll das umfassen und war auch mal ein Kickstarter. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann so wirklich spielen wird. Gut ist, dass es halt nur 25 Minuten pro Spieler dauern soll, also eher kurzweilig angelegt ist, wobei so Eclipse war auch nur auf eine halbe Stunde pro Spieler angelegt, hat meistens ein bisschen länger gedauert. Und auch da ist man natürlich gespannt, wie so die Mischung zwischen Tiefgang und Anspruch ist und Spieldauer, also ob das wirklich viel bietet für die kurze Zeit. Und natürlich auch, wie sich das neben im Wandel der Zeiten, Civilization, Nations und so schlägt, ob das so der neue Hit sein wird oder ob man sagen wird, ja, ist halt eins von vielen und muss mal gucken, was man davon spielt. Apropos Spiele, die gut aussehen und Zivilisationsspiele, Deus sieht auch sehr interessant aus. Ein Spiel, wo wir alle gemeinsam, also auch eine Zivilisation haben und wir bauen alle gemeinsam einen modularen Spielplan, wo wir halt verschiedene, ich glaube, Gebäudetypen irgendwie draufbauen und dafür Karten in unserem persönlichen Vorrat bekommen und wir können auch ab und zu mal irgendwelche Gebote an oder Opfer an die Götter bringen, wofür wir bestimmte Karten opfern müssen, dafür wieder irgendwelche Boni erhalten und auch da weiß ich noch überhaupt nicht, wie es funktioniert, aber viele haben geschrieben, sie denken, das könnte der neue Hit werden. Bin ich mal gespannt drauf, zumindest in Sachen Zivilisationsspiele. Da tut sich ja momentan scheinbar einiges. Ich glaube, ich habe allein jetzt schon 3 Stück vorgestellt und wie gesagt, Deus wird, glaube ich, von Heidelberger vertrieben, dürfte noch hoffentlich direkt nach der Messe rauskommen und auch ein Spiel, das man sich mal angucken sollte. Cash and Guns, die zweite Edition, soll auch zu Essen rauskommen und Cash and Guns, die erste Edition, habe ich oft gespielt. Ein sehr schickes Spiel, wo wir alle in die Rolle von Gangstern schlüpfen, die nach dem Coup die Beute aufteilen wollen. Dazu hat jeder so eine kleine Schaumstoffpistole in der Hand und hat aber nur begrenzte Munition und lädt zu jeder Runde entweder seine Waffe oder nicht. Das wird verdeckt über eine Karte entschieden und dann zählt halt irgendwer runter. Wir zielen alle auf irgendwen und ja, wenn ich jetzt dran bin und habe irgendwie 3 Waffen auf mich gerichtet, muss ich mich halt entscheiden, ob ich es riskiere, Schaden zu nehmen, weil ich denke, die blöffen alle.
alle nur oder mich zurückziehe. Ziehe ich mich zurück, dann kriege ich natürlich nichts von der Beute ab und alle, die ihre Waffe im Spiel behalten, die bleiben halt dran. Und ja, man hat eben Glück, wenn man dann nur auf ein Fake quasi gestoßen ist und gar nicht erschossen wird, sondern haha, war nur Spaß, wie das unter Gangstern so ist. Und an der generellen Spielmechanik, also ein paar Elemente wurden jetzt verändert, weil früher wurde die Beute halt immer, glaube ich, gleichmäßig unter allen aufgeteilt und was übrig blieb in der Mitte liegen, sodass die Beute auch teilweise ein bisschen größer werden konnte und daran soll jetzt ein bisschen was gefixt worden sein. Aber was ich so gelesen habe, soll es nach wie vor ein großartiges Partyspiel sein. Wir sind sehr gespannt. So ein Spiel, das meine Aufmerksamkeit primär deswegen hat, weil es auf fast jeder Geeklist, die ich gesehen habe, auftaucht. Und zwar ist es Kanban Automotive Revolution. Also irgendeine Revolution im Autowesen scheinbar. Und wenn man sich den Spielplan anguckt, sieht man schon, das ist ein klassisches Euro-Spiel, wo man halt verschiedene Ressourcen wahrscheinlich erwerben muss, irgendwie seine Aktionen geschickt einsetzen muss, um dann irgendwie... Ich weiß gar nicht, worum es geht, aber es taucht auf so vielen Listen auf, dass es auf jeden Fall wahrscheinlich eines der vielversprechenderen Euro-Games sein soll. Und wenn ihr halt solche Optimierungsspiele, solche Strategie, solche Aufbauspiele mögt, dann könnt ihr... Ist das auf jeden Fall ein heißer Tipp, weil... So ein Hype hat ja meistens schon einen Grund, dass es zumindest kurzfristig interessant ist. Und also auch da bin ich mal gespannt, ob ich dazu kommen werde, das zu spielen. Auch da habe ich Leute in meiner Spielrunde, wo ich genau weiß, die werden das sehr abfeiern und da sehr viel Spaß dran haben. Für mich persönlich brauche ich nur den Spielplan angucken, weil schon, das ist wahrscheinlich eher kein Spiel, das mich jetzt umhauen wird. Aber wie gesagt, es taucht in sehr vielen Listen auf. Vielleicht haben wir da ja auch wieder so eine kleine neue Perle am Start. So, für Freunde von historischen Zwei-Personen-Spiele, wie zum Beispiel Gleichgewicht des Schreckens, Twilight Struggle, gibt es ein Spiel von Histo Games, das auch ein reines Zwei-Personen-Spiel ist und das die Geschichte des zweigeteilten Deutschlands nachspielt. Das Spiel heißt Wir sind das Volk, bei dem es eben von der Berliner Luftbrücke bis zum Fall der Berliner Mauer geht. Ein Spieler schlüpft in die Rolle von Ostdeutschland, der andere in die Rolle von Westdeutschland und eigentlich weiß man schon, wie die Geschichte ausgeht. Wir werden schauen, ob man in diesem Spiel dann den Fall der DDR, den Sturz der DDR aufhalten kann und einen glorreichen Sozialismus einführen können wird. Aber solche Spiele mit historischem Hintergrund finde ich persönlich immer sehr schön. Auch dieses Spiel hat eine Spieldauer von 150 Minuten. Das heißt, man wird auch ein bisschen länger dran sitzen. Aber auch das liest sich sehr interessant. Und wenn es halt halbwegs so gut ist wie Gleichgewicht des Schreckens, nur halt mit einem anderen Thema, das uns Deutschen vielleicht auch ein bisschen näher liegt, dann könnte das auch ein Spiel sein, das man auf dem Radar haben sollte. Was auch noch recht interessant werden könnte, ist Abracadabra, wie es so schön heißt, was die Grundmechanik von Hanabi aufgreift und das vielleicht ein bisschen thematischer macht, ein bisschen interessanter noch. Hanabi, super Spiel, Spiel des Jahres gewesen letztes Jahr. Und in Abracadabra, da schlüpfen wir quasi in die Rolle von Zauberern, die irgendwelche Zaubersprüche sprechen wollen, aber wir wissen gar nicht so wirklich, was wir da zaubern, weil wir unsere Zaubersprüche nicht sehen. Und es klingt auf jeden Fall auch wieder nach einer interessanten, netten Idee. Auch da wird sich halt zeigen, ob Hanabi da nicht das bessere Spiel ist, weil es einfach so diesen Kernmechanismus hat und der gut ist und sich nicht so schnell erschöpft. Oder ob Abracadabra dieses System halt aufgreift und einfach ein gutes thematisches Spiel daraus macht. Bin ich sehr gespannt drauf, ein Spiel, das mich auf jeden Fall sehr interessiert. Und wenn ich in Essen wäre, würde ich es auf jeden Fall mal anspielen wollen. So, ein anderes Spiel, das auf vielen Geeklisten auftaucht, ist Greenland. Ein Spiel, bei dem wir in die Rolle der ursprünglichen Stämme auf Grönland schlüpfen, von denen jetzt nur die Inuit übergeblieben sind. Und jeder Spieler muss so die Geschicke dieses Stammes lenken und muss eben Jagdgründe erschließen, neue Gebiete irgendwie kolonisieren und einfach für das Überleben dieses Stammes sorgen. Und man kann sich auch irgendwie miteinander verhandeln und sagen, hier, du, wenn du jetzt da deinen Jäger mal nicht hinschickst, dann verheirate ich dich hier mit meiner Tochter und dafür kriegst du irgendwelche speziellen Boni. Man kann irgendwie versuchen, Tiere zu domestizieren und auch versuchen, Religion spielt auch eine große Rolle, ob ich jetzt polytheistisch oder monotheistisch bin. Das ändert am Ende ein bisschen die Siegbedingungen. Dafür muss ich aber erstmal meine Älteren loswerden, damit ich monotheistisch werden kann. Und wie gesagt, so ganz genau, wie es funktioniert, weiß ich nicht. Werde ich dann auch sehen, wenn ich es einfach mal spiele. Aber viele Leute haben gesagt, dass das, so nach dem, was sie gehört haben, auch von anderen Berichten, eines der interessanteren Spiele in Essen ist. Und von daher, wenn ihr Zeit habt und seid gerade an einem Stand, dann guckt euch Greenland mal an. So, Grog Island, auch wieder so ein Piratenthema, Seefahrerthema, bei dem es einen Würfelbeat-Mechanismus gibt, was im ersten Moment ein bisschen an Bluff erinnert, wo man sich auch halt mit Würfeln gegenseitig hochbietet, um halt bestimmte Aktionen durchzuführen. Aber selbst wenn man die Auktionen verliert und halt sich immer zurückzieht, kann man dafür noch Belohnungen bekommen. Und bei dem Spiel ist es das Kernelement quasi zu gucken, wann ziehe ich die Auktion auf jeden Fall durch und wann ist es vielleicht sogar besser für mich, mich da jetzt zurückzuziehen, um dadurch irgendwie einen Vorteil zu haben. Und auch eher ein kurzweiligeres Spiel, glaube ich. Die Spieldauer
Oh, nee, 60 Minuten, also auch schon ja, ein bisschen länger. Aber von der Schwierigkeit her, aber Anspruchsgrad her, würde ich mal sagen, auch eher ein vorhandenes Familienspiel, nach dem, was ich so bisher so grob gesehen habe. Aber auch da Thema, Aufmachung und Würfel. Würfel finde ich sehr cool. Auf jeden Fall ein Spiel, das ich spielen werde. Und auch wenn man da in Essen ist, guckt es euch gerne mal an. Schreibt mir, wie es war. Ich bin sehr gespannt auf alle Neuigkeiten. Jäger und Speer, ein Zwei-Personen-Spiel von Cosmos, das ich auch schon hier rumliegen habe. Es gibt, ich habe es noch nicht gespielt, ich habe nur so grob darüber gelesen, dass der Aktionskartenmechanismus sehr an Concordia erinnert, dass man halt am Anfang seine ganze Handvoll Aktionskarten hat und dann immer eine aufspielen muss, um die Aktion zu benutzen. Und irgendwann sage ich so, jetzt opfere ich meinen Zug, um quasi alle Aktionskarten wieder auf die Hand zu nehmen. Und auch da bin ich mal gespannt, wie das so ist. Es gab, glaube ich, schon länger kein Cosmos-Zwei-Personen-Spiel mit mehr, was euch eigentlich sehr verwundert, weil die ja meistens recht gut sind, immer kurzweilig, so eine halbe Stunde bis Stunde. Ich glaube, Tagi war das letzte größere, zumindest das mir aufgefallen ist. Und da bin ich natürlich sehr gespannt, wie sich Jäger und Sammler spielt. Ich glaube, da ist die Spieldauer auch wieder so eine Stunde. Und ja, eigentlich fand ich diese Cosmos-Zwei-Personen-Spiele immer gut. Von daher ist Jäger und Sammler hoffentlich vielleicht der nächste Zwei-Personen-Spieler-Hit von Cosmos. So, das war jetzt mein Überblick über die Essen-Highlights diesen Jahres, die mir aufgefallen sind, als ich so bei Board Game Geek die Geeklisten durchgeguckt habe. Da sind sicher nicht alle bei. Da wird es noch viele, viele geben. Vielleicht habe ich auch das absolute Highlight gar nicht auf der Liste. Ich habe auch ein paar Spiele noch nicht genannt, wie zum Beispiel Panamax oder Five Tribes oder Abyss, weil die gibt es schon auf dem Markt. Die habe ich schon rezensiert. Wenn ihr dazu was wissen wollt, guckt euch einfach meine Videos dazu an. Und wie gesagt, es gibt noch viel, viel, viel mehr Spiele. Es gibt auch, also ich habe unfassbar viele interessante Spiele gesehen, wo ich dachte, hey, das wäre ja cool, wenn man da die Zeit für hätte. Da sind halt vieles so abendfüllende Spiele dabei, die auch ein bisschen größer sind, die halt auch so oftmals so sehr klassische Strategie-, Optimierungs-Aufbauspiele sind, die irgendwie so den einen besonderen Kniff drin haben, aber oftmals auch nur ein Mix aus schon bekannten Mechaniken. Und da muss man dann schon das Thema in erster Linie mögen, damit man dieses Spiel gut findet, wahrscheinlich, weil man das Spiel sehr mag. Und dass es da Spiele gibt, die wirklich es schaffen, viele bekannte Mechaniken zu haben, aber die dann so zu verknüpfen, dass ich dann sagen würde, hey, das ist total großartig, dieses Spiel muss man haben. Das ist eben selten, aber auch die anderen Spiele, die eben halt, wie gesagt, so von diesem Thema leben und den guten Verzahnungen von den normalen Mechaniken, die sind deswegen ja natürlich nicht schlecht. Da wird es auch sicher immer eine Zielgruppe für geben und Leute, die das mögen. Und da auch Spiele, wo ich sage, funktioniert das durchschnittlich, wird es Leute geben, die sagen, hey, das ist total großartig, das ist genau mein Ding. Darum guckt euch einfach dann die Rezensionen dazu an und dann, da liest man eigentlich schon gut mal raus, ob das Spiel was für einen sein könnte oder nicht. Ich werde auch nach der Messe hoffentlich alles, was mich irgendwie interessiert, spielen. Wobei ich den Fokus da immer auch eher auf so thematische Spiele lege oder Spiele, die irgendwie irgendwas Neues haben, irgendwas Interessantes, irgendeinen Gag, den man so noch nicht kannte. Und da, wie ihr jetzt gesehen habt, wird da schon ein bisschen was bei rauskommen. Also dieses Spiel, wo man mit dem Schiffen durchs Weltraum fliegt oder sein Jump'n'Run nachspielt und auf so einen Plan malen muss. Das sind halt Sachen, wo ich sage, hey, cool, da hat sich jemand richtig was überlegt. Und wie das dann wirklich langfristig ist, wird man sehen. Aber jetzt habt ihr schon mal so eine grobe Übersicht und ich freue mich sehr über Kommentare, sowohl zu den Spielen, die ich genannt habe. Schreibt einfach, wie ihr die fandet, was ihr so gespielt habt, als auch wenn ihr Spiele da gespielt habt, wo ihr sagt, hey, das ist total super, hast du nicht in der Liste gehabt, aber das wird auf jeden Fall ein Highlight, ein Hit, ein Renner. Dann informiert mich darüber, schreibt anderen Leuten was dazu. Und ja, jetzt gucken wir uns nochmal die anderen Kategorien an. So, gucken wir uns einfach mal der Reihe nach die ganzen Promos und Giveaways an, die es so gibt. Manchmal muss man das Spiel dafür vorbestellt haben, manchmal kann man sie sich gleich da abholen für umsonst oder gegen eine kleine Spende. Manchmal kosten sie auch einen fixen Preis und könnt ihr einfach gucken, ob es für euer Spiel vielleicht zufällig was gibt. Wir machen es einfach alphabetisch der Reihe nach. Für Seven Wonders gibt es zwei neue Lieder, Nimrod und Will. Die kriegt man nur dazu, wenn man das Spiel vorbestellt hat. Für Agricola gibt es neue Karten fürs L-Deck. Für Brügge gibt es eine Mini-Erweiterung namens die Haustiere. Bei Cash and Guns, wenn man es vorbestellt hat, bekommt man den Blackmailer, also den Erpresser, als Sonderpromo dazu. Auch für Carcassonne gibt es natürlich etwas Neues. Die Klöster kann man einfach am Stand kaufen für 5 Euro, so als Mini-Erweiterung. Für Five Tribes gibt es einen neuen Gin, den sogenannten Denim Gin, den man einfach bekommt, wenn man nett am Stand fragt. Den wird es auch später so normal zu kaufen oder zu bestellen. Wenn man King of New York am Stand von Yellow spielt, dann bekommt man auch da so eine Waffenkarte, verbesserte Waffen-Promokarte dazu. Und auch für King of Tokyo gibt es den Space Pinguin als Promo dazu. Auch wenn man da spielt, dann bekommt man die Promo einfach. Also für die Legenden von Andor gibt es der Kampf um Kavan als kleine Spende am Cosmos-Stand. Lewis und Clark gibt es den Cedric Chabussy oder wie auch immer man ihn ausspricht, so eine Charakterkarte, die es noch einfach dazu gibt. Auch
am, ja, einfach fragen mit einem breiten Lächeln, dann bekommt man die Karte. Für Robinson Crusoe gibt es ziemlich viele Sachen. Es gibt neue Tiere, es gibt neue Charaktere, es gibt neue Missionen. Die kann man einfach für einen kleinen Obolus am Pegasus-Stand kaufen. Auch für Russian Railroads wird es eine kleine Mini-Erweiterung geben, die neue Ingenieure hat, neue Fragezeichenteile und eine neue Fabrik. Für das gute alte Stone Age wird es eine kleine Mini-Erweiterung geben, die ein Casino einführt, ein Steinzeit-Casino. Und das war es so im Wesentlichen an mir bekannten Promos und Giveaways, die man für einen kleinen Preis bekommen kann. Könnt ihr mal gucken, ob was für euch dabei war. Und die Dinger sind natürlich immer sehr begehrt. Viele Leute verkaufen sie danach leider auch teuer auf eBay, was natürlich sehr schade ist, aber trotzdem natürlich gut für Leute, die das Spiel, also die Erweiterung haben wollen. Auch da ein Tipp, wenn ihr es nicht bekommen habt, kauft es nicht direkt nach der Messe auf eBay. Wartet irgendwie ein halbes Jahr, wenn ihr so lange warten könnt, dann gehen die Preise meistens so runter. Oder schreibt einfach den Verlag, also bevor ihr bei eBay irgendwas kauft, schreibt einfach den Verlag an, den Vertrieb in Deutschland. Oftmals sind die so nett und schicken einem die Sachen einfach zu, bevor man da irgendwie 20, 30 Euro für eine Karte bei eBay ausgibt. Lieber einfach mal fragen, ganz nette E-Mails schreiben, dann kann man da oftmals schon was machen. So, auch Erweiterungen werden natürlich jede Menge rauskommen dieses Jahr und auch da gucken wir einfach mal, was so die sind, die mir bisher aufgefallen sind, die ich kenne, die ich interessant finde. Und fangen wir einfach mal an mit Concordia, da wird es eine Erweiterung geben, Britannia und Germania, wo man dann auch wieder beidseitig bedruckten Spielplan hat, wo man dann eben nur in und um Britannien herum sich beschäftigt mit dem Handel und eben in Germanien. Apropos Britannien, auch für Hansa Teutonica, Spiel von Göttinger Autor hier, das auch vor 2, 3 Jahren den Board Game Strategie Award of the Year gewonnen hat, wird es eine Karte geben, wo man dann in Britannien Handel treibt. Auch für das sehr beliebte Spiel Maskerade, wo man sehr viel denken und sich sehr viel merken muss, gibt es eine Erweiterung, wo einfach noch neue Charaktere eingeführt werden. Ob die jetzt das Spiel bereichern oder nicht, wird man dann sehen, aber auch da ist man natürlich gespannt drauf. So, für Robinson Crusoe wird es die ja, Voyage of the Beagle Erweiterung geben, wahrscheinlich Abenteuer der Beagle Erweiterung auf Deutsch. Und ja, die wird das Spiel halt nochmal brachial erweitern, auch wenn der Autor, glaube ich, meine Meinung war, dass das Spiel schon so viele Variationen ermöglicht, dass man gar keine Erweiterung braucht. Aber natürlich, bei so einem Erfolgsspiel gibt es eine Erweiterung und auch die wird jetzt zu Essen rauskommen, beziehungsweise sie ist schon, also bei uns in der Göttinger Spieleburg kann man sie schon kaufen. Und für Robinson Crusoe-Fans auf jeden Fall sicher eine große Nummer. Also wie ja vielleicht schon erwähnt vorher, Seven Wonders Babel wird auch wieder wahrscheinlich neue Mechaniken einführen und Seven Wonders Kennerspiel des Jahres vor 2 oder 3 Jahren immer noch ein großer Hit. Und so Spiele leben natürlich davon, dass sie durch Erweiterung immer wieder am Leben erhalten werden. So Dominion zum Beispiel, da gibt es jetzt keine neuen Erweiterungen mehr, immer noch ein gutes Spiel, das gern gespielt wird, aber ohne Erweiterung wird es halt allmählich alt. Und dieses Schicksal wird Seven Wonders sich auch irgendwann ereilen, aber momentan wird es noch am Leben gehalten und immer frisch gehalten durch so neue Erweiterungen. Die Legenden von Andor, die Reise in den Norden, ist nach 2 kleineren Erweiterungen jetzt die erste große Erweiterung für Andor und da sind wir mal gespannt, wie die sich so schlägt. Von Las Vegas wird es Las Vegas Plus geben, wo man das Spiel dann auch mit 8 Leuten spielen kann. Es gibt neue Sonderwürfel, höhere Beiträge und noch ein paar Sonderkarten. So, auch Small World lebt noch. Im Netz der Spinne wird es eine kleine Mini-Erweiterung sein mit 3 neuen Eigenschaften und 3 neuen Völkern. So, und zu Village wird es auch eine neue Erweiterung geben, die wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Variationen reinbringt als die erste Erweiterung. Village Port, wo man dann noch einen neuen Spielplan neben den alten Spielplan legt und ja, jetzt eben auch auf entlegene Inseln reisen kann, da Menschen missionieren kann, Schätze heben, Waren zurück ins Dorf transportieren kann und das wird sicherlich noch ein bisschen mehr Abwechslung zum normalen Village bringen als bisher. So, und die Erweiterung, wo wahrscheinlich alle drauf warten, die Terra Mystica haben, kennen und lieben, ist eben die Feuer- und Eiserweiterung. Da gibt es 6 neue Rassen mit 2 komplett neuen Farben. Es gibt einen neuen Spielplan, es gibt neue Entwertungsbedingungen, es gibt noch weitere Ergänzungen. Und da, ich glaube, bei der Erweiterung war es auch so, dass da insgesamt in ganz Essen so 5 Sondereditionen verkauft werden, wo bestimmte Spielelemente besonders grafisch aufgearbeitet werden. Das ist natürlich cool, wenn man sowas hat. Und ja, da, also wie gesagt, Terra Mystica finde ich ist ein Spiel, das kann man auch so schon. Ich meine, allein jedes Volk, wenn man das nur 2-mal spielt, hat man schon fast 30 Partien hinter sich. Da braucht man jetzt, meiner Meinung nach, dauert es sehr, sehr lange, bis man da wirklich eine Erweiterung zu braucht. Aber vielleicht balancet die Erweiterung auch ein bisschen das Ungleichgewicht der Rassen aus. Und dass es da einfach neue Mechaniken gibt, wie man das ein bisschen mehr koordiniert. Und wenn das so wäre, wäre es natürlich gut, weil damit würde es dieses großartige Spiel Terra Mystica meiner Meinung nach noch besser machen, wenn das einfach ein bisschen mehr ausbalanciert. So, das war die Übersicht über alle Erweiterungen, die ich so auf dem Schirm habe, die mir so aufgefallen sind.
wo ich, die ich denke, die auch wichtig sind, die auch eine große Nachfrage haben. Wahrscheinlich gibt es noch mehr, ich kenne natürlich nicht alle, aber das war jetzt ja so eine Übersicht über alles, was es in Essen gibt, so erwähnenswerte Neuheiten, Promos, die es gibt, Erweiterungen, die es gibt, und kommen wir kurz zum Fazit. So, kommen wir zum Fazit. Ich muss zugeben, dieses Video war sicher ein bisschen konfus. Dann hätte ich es ein bisschen vorher rausgebracht, dann hätte ich es auch ein bisschen schöner machen können. Dann hätte ich noch zu jedem Spiel den Stand angeben können, wo es ist und welcher Verlag das genau ist, und vielleicht noch einen Plan einblenden, wo man dafür hin muss. Das müsst ihr jetzt leider noch selbst machen, wenn da was bei ist, was euch interessiert hat. Aber nächstes Jahr werde ich da hoffentlich besser darauf vorbereitet sein, werde da ein bisschen mehr Zeit für haben und werde eben auch hoffentlich selber da sein können. Das ist natürlich der Anreiz, das zu präsentieren, noch größer. Ich hoffe, es war einigermaßen vertiefend hilfreich für euch. Ich meine, die meisten, die jetzt hinfahren, haben sich schon selbst Listen gemacht. Vielleicht habt ihr durch mich noch ein Spiel entdeckt, das ihr vorher nicht auf dem Schirm hattet. Und wie gesagt, ich denke, dass diese Sendung halt ja auch eher eine kleinere insgesamt bleiben wird, weil eben Essen schon nächste Woche ist. Aber wenn ihr da seid und dieses Video geguckt habt, dann schreibt mir einen Kommentar. Schreibt mir was zu den Spielen, die ich schon vorgestellt habe. Schreibt mir was zu den Spielen, die ich nicht hatte. Ich freue mich immer über Beteiligung, immer über Interaktion, immer über Feedback zu den Videos. Und ja, hoffe, es war trotzdem einigermaßen informativ und hilfreich für euch, und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß im Essen. Ich finde es halt sehr schade, dass ich nicht da sein können werde, aber hoffentlich kann ich dann in den nächsten 2-3 Monaten unfassbar viele neue Spiele spielen, viele tolle Rezensionen dazu machen, und hoffentlich werden wir nur gute Spiele spielen. Und ja, dann viel Spaß im Essen und bis bald und tschüss.